Lektion 238 aus einem Kurs in Wundern. Auf meiner Entscheidung ruht alle Erlösung. Was für eine Aussage, was für eine Verantwortung und was für eine Kraft. Und vielleicht erinnerst du dich noch an gestern an die Gabelung des Weges und unsere Entscheidung, die gefordert ist und die wir in jedem Moment neu treffen. So lange, bis wir im Raum der Erkenntnis angekommen sind. Denn dann gibt es nichts mehr zu entscheiden. Dann ist alles konsistent, konfliktfrei und somit entscheidungsfrei. Alles entwickelt sich aus dem jetzigen Moment. Stimmig, liebevoll, in Frieden, glücklich und frei. Können wir uns wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen, aber ein bisschen spüren können wir das schon. In der Ausdehnung unseres Geistes. Und wir spüren es noch besser, wenn wir die Wahrheit über uns akzeptieren und sagen, ich bin, wie Gott mich schuf. Teste das einmal für dich. Gib dem Raum. Und somit wird auch sehr klar, dass unser Problem im Wesentlichen darin besteht, dass wir das eben nicht immer glauben, sondern auch auf die andere Stimme hören und die sehr überzeugende Darstellung unserer äußeren Realität. Doch Wahrnehmung ist keine Tatsache, sagt uns der Kurs. Und die Vernunft in uns sagt uns auch, dass das, was beständig da ist, das, was wir spüren können, dass unsere Existenz darin liegt, doch die Wahrheit sein muss. Unser Glaube, ein Körper zu sein oder zumindest in einem Körper zu sein und die Auswirkungen des Körpers zu erfahren, als wenn wir sie selbst erfahren, ist das große Hindernis. Das ist es, was es uns so schwer macht. Das ist jetzt eine Behauptung von mir, prüf das einfach mal für dich. Ohne den Glauben, dass wir mit dem Körper sozusagen auf Gedeih und Verderb verbunden sind, wird das alles ganz anders. Wenn wir tatsächlich glauben könnten, freier Geist zu sein, hätten wir deutlich weniger Probleme, oder? Wie kommt es, dass reiner Geist auf die Idee kommt und alle möglichen Energien dafür mobilisiert, das Unmögliche lernt, ein verletzlicher Körper zu sein? Etwas, das schon per Definition nicht geht. Denn dann ist es ja kein reiner Geist. Wir sind aber reiner Geist. Wie kann das geschehen? Was läuft da eigentlich schief? Und schief läuft die Idee der Besonderheit. Lassen wir mal das ganze Ego-Trara weg. Es ist eigentlich gar nicht so relevant. Relevant ist die grundsätzliche Idee, etwas anderes zu sein,
als wir sind. Und das hat seinen Ursprung in dem scheinbaren Wunsch nach Besonderheit. Der Punkt ist, wenn du, und das kannst du spüren, grenzenlos bist, dann bedeutet es, dass du gleichzeitig alles bist, denn wenn es keine Grenze gibt, muss ja alles in dir sein. Richtig? Sonst würden wir irgendwo anstoßen, wie es uns in der äußeren Welt ja andauernd passiert, wenn wir nicht aufpassen. Wir stoßen aber nicht an. Also beinhalten wir alles. Du bist alles. Es ist ein Geist. Wenn du alles bist, und das lässt sich intuitiv gut nachvollziehen, ist Besonderheit eben genau jetzt eine Einschränkung. Jetzt sind wir nicht mehr alles. Da es aber ein Geist ist, der alles ist, muss jetzt irgendetwas geschehen, wenn die Macht unseres Geistes sagt, ich bin etwas Besonderes. Dann muss der Geist praktisch zersplittern. Jetzt gibt es lauter Grenzen, das heißt lauter Formen. Natürlich nur als Idee, es ist ja nie geschehen. Doch in dem Moment, in dem wir an diese Besonderheit glauben, wird es für uns zu einer erfahrbaren Wirklichkeit. Und wir vergessen die Wahrheit. Sie ist sofort weg. Nicht ganz natürlich. Sie ist immer noch in unserem Geist, aber jetzt überlagert von der Idee der Vereinzelung, um es mal ein bisschen technisch auszudrücken. Und das ist der Moment, in dem die Idee von Schuld geboren wird, denn wir wissen schon, dass irgendwie jetzt eine Menge schiefläuft aufgrund dieses scheinbaren Wunsches, den wir tatsächlich, das ist ja unser Glaube, realisiert haben. Es ist für uns eine Wirklichkeit geworden. Und die Kernfrage, die wir uns stellen müssen, ist, kann das wirklich geschehen sein? Ist das die Wahrheit? Ganz egal, was wir im Außen zu sehen glauben. Wir haben ja eine innere Stimme. Wir haben einen Referenzpunkt. Und wir könnten uns auch sagen, wenn meine Gedanken so machtvoll sind, dass ich mir tatsächlich mit dem Hammer aus Versehen auf den Daumen klopfen kann und dabei Schmerz empfinde, dann könnte diese Macht ja auch ganz anders eingesetzt werden. Wie wäre es denn, wenn ich tatsächlich dem Gedanken Glauben schenke und es spüre, dass ich frei bin, dass ich bin, wie Gott mich schuf? Wie wäre es, wenn ich mich dafür entscheide? Dann muss diese Kraft in eine ganz andere Richtung gehen. Und wenn ich in der Lage bin, diese Welt aufzubauen, dann kann ich auch etwas anderes aufbauen. Das heißt nicht, dass ich jetzt diese Welt schöner machen soll, sondern dass ich dem
riesigem Aggregat, das diese Welt für mich erfahrbar projiziert, den Saft abdrehe. Lass uns noch einen Blick ins Textbuch werfen. Geh du erhobenen Hauptes hin in Herrlichkeit und fürchte nichts Böses, heißt es im Kapitel 23. Die Unschuldigen sind in Sicherheit, weil sie ihre Unschuld mit anderen teilen. Nichts, was sie sehen, ist schädlich, denn ihr Gewahrsein von der Wahrheit befreit alles von der Illusion der Schädlichkeit. Und was schädlich schien, steht jetzt leuchtend da in ihrer Unschuld, befreit von Sünde und von Angst und der Liebe froh zurückgegeben. Sie teilen die Stärke der Liebe miteinander, weil sie auf die Unschuld schauten. Und jeder Fehler ist verschwunden, weil sie ihn nicht sahen. Wer die Herrlichkeit sucht, findet sie dort, wo sie ist. Wo könnte sie denn anders sein als in den Unschuldigen? Spüre das in dir. Lasst uns ja die Gelegenheit nutzen, unsere Unschuld zu spüren, die Heiligkeit in uns zu spüren, zu bejahen, dass wir sie spüren können. Sie ist da. Deine Präsenz liegt darin, und deine Heiligkeit in deiner Präsenz. Da ist keine Frage, ob es eine Schuld gibt, und auf alles, was du blickst, innerlich blickst, findest du auch keine Schuld. Das Ego mag dir zwar davon erzählen, doch brauchst du das nicht zu glauben. Du spürst ja die Freiheit, die Liebe, die Heiligkeit in dir. Wir wollen den Sohn Gottes nicht durch Kleinheit in Versuchung führen lassen, heißt es im Textbuch weiter. Seine Herrlichkeit liegt jenseits davon, unermesslich und zeitlos wie die Ewigkeit. Lass die Zeit sich nicht in deine Sicht von ihm eindrängen. Lass ihn nicht angstvoll und allein in seiner Versuchung zurück, sondern hilf ihm, sich über sie zu erheben und das Licht wahrzunehmen, von dem er ein Teil ist. Deine Unschuld wird den Weg zu seiner leuchten, und so wird die deinige beschützt und in deinem Bewusstsein bewahrt. Denn wer kann seine Herrlichkeit erkennen und doch das Kleine und das Schwache um sich wahrzunehmen? Und wer kann zitternd in einer furchterregenden Welt wandeln und sich klar darüber werden, dass die Herrlichkeit des Himmels auf ihn leuchtet? Ja, das sind gute Fragen und gute Aussagen. Ich bin mir sicher, du kennst das alles ganz genau. Du kannst sowohl die Unschuld in dir spüren, deine Größe, die Heiligkeit und in dieser Schau siehst du auch alles andere als heilig, als sündenlos
Und gleichzeitig kennen wir es sehr, sehr gut, wenn wir uns wieder an die Schmutzwasserleitung anschließen, dass wir ja die Herrlichkeit des Himmels nicht erkennen, sondern dann in einer furchterregenden Welt unterwegs sind und uns klein und schwach fühlen. Tatsächlich gibt es die Schmutzwasserleitung gar nicht. Sie ist nur eine Idee von uns, das auf einem falschen Selbstbild ruht, das wir mit der Idee der Besonderheit entwickelt haben. Doch können wir ganz deutlich spüren, wir sind grenzenlos und heil und ganz, also kann es das alles nicht geben. Es kann nicht da sein. Egal, wie überzeugend es im Augenblick noch scheinen mag. Doch wenn wir sehen, dass durch die Praxis der Vergebung sich Schuld auflöst, sich Ärger und Wut auflöst, Angst verschwindet, dann kann das doch alles nicht sonderlich substanziell sein. Substanziell ist doch das, was das alles verschwinden lässt. Und das kann doch nur die Wahrheit sein. Denn die Wahrheit ist einfach. Und genau das können wir spüren. Es ist einfach, so wie du einfach bist. Um dich herum ist nichts, das nicht Teil von dir ist, heißt es im Textbuch. Sieh es voll Liebe an und sieh das Licht des Himmels in ihm. So wirst du alles das verstehen lernen, was dir gegeben ist. In gütiger Vergebung wird die Welt funkeln und leuchten und alles, was du einst für sündig hieltest, wird jetzt als Teil des Himmels neu gedeutet. Wie schön ist es, rein und erlöst und glücklich durch eine Welt zu wandeln, die die Erlösung bitter nötig hat, die deine Unschuld ihr verleiht. Was kann für dich wertvoller sein als dies? Denn hier ist deine Erlösung und deine Freiheit. Sie muss vollständig sein, wenn du sie wiedererkennen willst. Und genau dazu gibt uns die Lektion heute Gelegenheit. Lass uns das alles als wahr akzeptieren, was uns gesagt wird und was wir auch spüren können. Auf meiner Entscheidung ruht alle Erlösung. Vater, dein Vertrauen in mich ist so groß gewesen, dass ich würdig sein muss. Du hast mich erschaffen und kennst mich, wie ich bin. Und dennoch hast du die Erlösung deines Sohnes in meine Hände gelegt und sie auf meiner Entscheidung ruhen lassen. Ich muss von dir für wahr geliebt sein. Ich muss auch standhaft sein in Heiligkeit, weil du mir deinen Sohn gibst in der Gewissheit, dass er sicher ist, der noch immer Teil von dir ist und dennoch mein, weil er mein Selbst ist. Nun, liebe Brüder im Geiste, was braucht es noch? Du kannst die Heiligkeit in dir spüren,
Du gehst den Weg des Friedens. Gemeinsam schreiten wir über die Brücke. Die Brücke zur Wahrheit. Hin zur Erkenntnis. Und die Quelle, der wir entspringen, vertraut uns voll und ganz. Denn sie weiß, Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Also muss es gelingen. Keine Frage. Und die einzige scheinbare Entität, die das immer fragt und hinterfragt und zweifelt, ist genau der Teil der Einbildung von uns, der nicht weiß, was wir sind und deshalb zweifeln muss. Doch du weißt es jetzt. Und deshalb brauchen wir auf den Zweifel nicht mehr hören. Denn Zweifel zweifelt einfach nur. Das ist das Wesen des Zweifels. Spüre die Stärke in dir. Die Stärke, die in dem tiefen Frieden liegt, der du bist, der sich in dir ausdehnt, der immer präsent ist, dich trägt, die Liebe, die dich umhüllt und die dir eine liebevolle Welt zeigt. Frei von Angst, weil keine Schuld mehr da ist. Und wenn doch etwas auftaucht, dann übergeben wir es einfach und lassen unsere Gedanken bereinigen. Und die Erlösung zeigt uns, dass rein gar nichts ist. Illusionen zerfallen zu Staub, weil wir den Generator abstellen, der sie am Laufen hält. So halten wir auch heute wieder inne, um zu bedenken, wie sehr uns unser Vater liebt und wie teuer sein Sohn, der erschaffen war durch seine Liebe, ihm bleibt, dessen Liebe vollständig gemacht wird in ihm. Gib ihm gerne etwas Raum. Spüre, wie die Liebe dich vollständig macht und du die Liebe vervollständigst. Spüre, wie es eins ist. Alles ist ein Teil von dir. Danke für deine Zeit, dein Vertrauen, dein Einlassen, deine Bereitschaft, deine Hingabe. Hab einen wahrhaft liebevollen Tag und gib der Kleinheit keine Chance mehr.